Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, das sieht, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Oh mein Gott. Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Oh mein Gott. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Oh mein Gott. Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? No. Okay, okay. Was haben wir noch eigentlich für Verbote? Tun und lassen, was man will. Wütend werden. So. Puh, okay. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Mortigor steht in deiner Schuld. Puh. Eigentlich wäre das ja so ein perfektes Ende gewesen, aber nein, Quatsch, natürlich nicht. Du bist wahrhaftig. Okay. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösserknacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder... Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten. Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Wieso? Sie darf doch wütend werden. Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. So, hat Petra was? Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Drogelbecher? Drogelbecher? Ach, herrlich. Okay, Du bist wahrhaftig. Okay. So, jetzt habe ich einen Charakterbogen. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Hm. Okay, gehen wir mal zum Flur. Was ist im Wartungsraum? Nö, nix. So, dann gehen wir nochmal hier zum Überwachungsraum. Einfach nochmal gucken. Ich stricke für den Doktor, das wird... Okay, das kennen wir. Okay. Die singt also die ganze Zeit noch weiter.
Nein, 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 ich habe keine Probleme mit dieser Klappe. Gehen wir mal hier in den Flur. Ah, okay. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir auch hier rein und raus. Okay, super. Gittertür. Die Tür war fest verschlossen. Ach ja, ist ja gut. Harvey, Lilly, Mensch. Was tust du? Weißt du, du sollst also bis später. Okay, ja, komm. Psst, psst. Ui, mal gucken. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, Lilly. Okay, nein. Vielleicht. Auch nicht. Vielleicht. Okay, nein. Vielleicht. Okay, Lieber wieder wütend werden. So, haben wir noch irgendwas? Woogie, woogie. Woogie, woogie. Woogie. Ich werde nicht aggressiv. Huch. Hier ist ein Pfahl. Hier ist ein Pfeil. Moment. Wir haben den Charakterbogen. Wir haben die Fähigkeiten, Schlösser zu knacken. Indem wir einen Pfeil benutzen in diesem Gittertor. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Hä? Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Wie süß. Mein Gott. Ednas Zelle. Die Tür war fest verschlossen. Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Porträt. Huch! Alfred. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. So. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Okay, zur Abstellraum. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Verdammt, wenn ich da jetzt hingehe, dann sieht er mich ja. Das war jetzt auch nicht so gut. Alfred, bist du das? Ach, nein. Nur eine Bowlingkugel. Einen Augenblick lang dachte ich schon. Oh, Alfred. Oh, das ist der... Das ist mein Bruder Alfred. Oh mein Gott. Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Ach so, stimmt ja. Der ist ja jetzt quasi... Das war kein blind. Guter Platz, um das hier aufzuhängen. Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde... Okay.
Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ja, okay, das haben wir ja jetzt gerade schon rausgefunden. Huch, lass mich das doch nehmen. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann bin ich das. Verschwinde von hier. Wenn du Alfred siehst, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Hä? Kann ich das jetzt? Nee. Oh, das ist der. Das, ich hätte... Okay. Nein, danke. Ich brauche nichts. Außer vielleicht eine Gelegenheit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Oh mein Gott. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Okay. Jetzt habe ich aus Versehen die Termiten da kaputt gemacht. Sonst noch irgendwas? Oh, Spiegel. Herzog. Er war Leon Glov. Hillel. Okay, cool. Do not disturb Schild. Nehmen wir mit. Bürotür. Tür. Die Tür war fest verschlossen. Verdammt. Ach, warte mal. Eine Sache hatte Lilly gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Halt, Moment. Hang. Noch wollte Lilly ihre Hypnotiseurkarriere nicht an den Nagel hängen. Ach so, schade. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Dem Erzähler verging langsam die Tatsache, war doch. Okay. Irgendwas fehlt. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Ja, manchmal muss man mir auf die Sprünge helfen. Ich glaube, ich sollte die Tasse... Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Ohne... Ich habe da nämlich so eine Idee, was die Termiten da angeht. Bäh. Das Porträt des hässlichen aber... Irgendwas fehlte. Gibt's da noch irgendwas in der Lunchbox? Nee. Okay, aber irgendwas mit dem Haken. Ach, da war der Haken. Was für... Warum? Okay. Irgendwas fehlte.
das Porträt des hässlichen Jungen hier oft, aber... Okay, dann gehen wir nochmal zum Flur. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Okay. Manchmal ist es einfach nur das... durch. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann... warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja. Oh mein Gott. Ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Der Schlüssel gehört mir. Okay, den wollen wir jetzt mal lieber nicht stören. Achso, ja. Verdammt! Scheinbar steckte ein Schlüssel von der anderen Seite. Das musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören. Die Tür war... Okay, dann gehen wir mal... Ednas Zelle. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh, hallo Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Oh mein Gott. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Verdammt. Die Tür war fest verschlossen. Lilly saß in der Falle. Oh ja, sie saß in der Falle. Verdammt. Abfalleimer. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Harveys alte Augen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Oh mein Gott. Ist ja noch gruseliger. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. So, das plus Lilly das. Kam eine Idee. Sie wusste, aber vielleicht... Sie macht... Ah, okay. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das.
Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ich bin wieder da. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly. Worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Sehr geil. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Huch. Hat sie irgendwelche... Komm, Lilly. Setz dich. Nein. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Komm, ich will aber wütend werden bleiben. So. So, jetzt muss ich mal gucken, was der da... Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Deine Mutter hat einen Plan. Ich komme nie drüber weg. Oh Gott. Ach nee, deine Mutter hat keinen Plan. Meine Mutter hat einen Plan, so ungefähr. Herrlich. Komm hier, habe ich auf die Oberin. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Wookie. Huch. Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich muss mit meinen Harveys die, oh Gott. Ja. Hier ist Schnee, das heißt also, ich müsste... Das ist der Berserker. Ach so, eine Kombo, ah. Warte mal, mal gucken. Der Schneemann schützt seine Verbündeten. Oh Gott. K-
Defensposten schützt bis zu 3 HWs. Die Spinne schützt ihre Verbündeten. Boah, verdammt. Aha. Okay. Nein. Nein, nein. Ah, okay, mal gesehen. Nahkampfattacke mit doppeltem Schaden. Oh mein Gott. Hey! Mein Gott, ey, das kann ja was werden hier. Huhuhu. Ach, nochmal zu handeln. Ah, okay. Kann ich damit. Ich kann doch gar keinen mehr wählen. Verdammt. Ach so, ja. Okay, das heißt also. Oh, Moment. Kann ich jetzt wieder alle verwenden? Okay, mal gucken. Vielleicht Nahkampfangriff mit doppeltem Schaden. Oh, verdammt. Das wird wohl nix. So. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Den kriege ich jetzt gerade nicht. Schussattacke mit doppeltem Schaden. So, den haben wir weg. Das heißt, wenn ich Glück habe, kann ich gleich... So. Komm, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen hier. Lügen HW. So, mal gucken. Wir müssen das, ich muss das doch irgendwie mal hinkriegen. Kann ich die nicht? Okay. Achso, habe ich schon, okay. Boah, der hat nur noch 3. Mal gucken, kann ich nicht irgendwie hier schützen oder so? Schützt bis zu 3 HWs. Wähle den ersten Verbündeten. So, mal gucken. Mega Dauerfeuer.
Achso, den kann ich gerade nicht. Kann ich den hier? Nein. Das kann ich mit ihm auch nicht. Kann ich auch nicht, okay. Bring der Gegner kurz dafür, dich zu kämpfen. So, okay. Mal gucken, was haben wir denn sonst noch so hier? Verdammt. Müssen wir langsam mal irgendwie, ne? So, den kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. War verdammt, so. Jetzt hier. Trifft bis zu 5 Gegner. Das müssen wir machen. 1, 3, 4, 5. So. So, den haben wir auch fast weg. Oh, scheiße. Ja, das wird langsam echt knapp hier. Kombo. Ah, okay. So, immerhin, der ist jetzt blockiert. Und der ist, die drei sind schon mal weg. Gut, das schaffen wir dann noch. Das machen wir in der Runde jetzt nochmal durch hier. So. Aber wir müssen den da hinten mal irgendwie hier. Jo, hast rein. Den hat's erwischt. Das geht nicht, das geht auch nicht. Okay. Können wir mit ihm hier ja, ne? Ja. So. Ja, wir haben kaum noch Leute hier. Beziehungsweise, was heißt, wir haben noch... Die drei müssten wir demnächst mal schützen, wenn das geht. Halt ein HW. So. Komm, den kriegen wir jetzt. Ach, scheiße. Nein, 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 nein. Nein! Verdammt. Der ist jetzt weg. Mist. Alkohol-HW hat's erwischt. Ja, gut, dann, nee, komm, dann ihn hier. So, selbst ausgeschaltet, das ist super. So, ja, jetzt kann ich zwar ihn hier angreifen und Schaden machen, aber ich will ihn ja auch wegkriegen. Das heißt also, ich werde wohl oder übel einfach ihn mal angreifen. So, und jetzt ihn hier mit doppeltem Schaden und drauf. Nochmal. Doppelter Schaden, komm. Du so. Hast gewonnen! Yippie! Nein, das kann nicht sein! Du verfluchter Hase! Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält! Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will! Na klar! Randale! Aber wir brauchen Regeln! Sonst...
Mensch, das ist ja gleich beim ersten Mal schaffen, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist doch ganz gut ausgegangen. Nur ein Alkoholhase ist draufgegangen, leider. Naja, immerhin. Immerhin nur der Alkoholhase. Aber jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Randale! So, und wir haben unseren alten Harvey zurück und ja. Jetzt machen wir natürlich erstmal hier Aufnahmeschluss und so, ne? Na Quatsch, natürlich nicht. Jetzt machen wir noch weiter. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Genau. Hasenstark. Hä, wo ist denn das Messer? Achso, wo ist hier? Schnüff. Was habe ich nur getan? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Na hier. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ja. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Aha. Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Für alles, Lilly? Das passt irgendwie zur heutigen Jugend, oder? Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin, was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer, schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das ihn noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Nullkomma irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly, hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Oh, Lilly. Oh, nicht Lilly. Oh. Okay. Ich war's nicht. Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Wie anderen Kinder. Das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier. Mit einem scharfen Messer.
drauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist, richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte... Mach weiter! Mach weiter! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt! Leg das Messer weg! Lilly dachte gar nicht daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet... Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Tja, das war denn wohl Harveys neue Augen. War jetzt noch ein etwas anderes Ende, was ich als was ich hätte erwartet vielleicht, aber naja, okay. Aber es scheint ja mehrere Möglichkeiten zu geben, weil wir hatten ja drei Möglichkeiten. Verdammt, ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Verdammt. Naja, wenn nicht, muss ich von der letzten Speicherstelle her nochmal hier hinspielen und dann muss ich die anderen Teile enden nochmal irgendwie aufnehmen oder so. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das ist doch schön. Cool, gucken wir uns das jetzt noch an. Das ist auch interessant, der singt jetzt in Englisch. Cool, am Titelsong ganz am Anfang war ja in Deutsch. Interessant, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Voll leise ist das gerade. Mensch. Ja, das war habe ich neue Augen. Auch nicht schlecht. Ich finde das Spiel cool, muss ich ja sagen. Ich habe es vorher, habe ich es irgendwann mal gesehen? Ja, zum Teil. Nicht ganz. Deswegen konnte ich bis zu einem gewissen Teil auch gut spielen eigentlich. Aber sonst, den Rest kannte ich jetzt nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Gar nicht.
Ja, jedenfalls könnt ihr mir ja dann in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das? Jetzt ist es vorbei, jetzt kommt ja vielleicht irgendwann dann noch was Neues. Mensch, das würde mich jetzt interessieren. Was ich denn jetzt machen könnte als neues Projekt anstatt habe, ist neue Augen. Oder ob ich es erstmal bei zweien belasse. Ja, sehr schön. Ja, ich mag das irgendwie nicht jetzt darin mitten abzubrechen, deswegen müsst ihr euch das jetzt leider so angucken und wenn ich hier ein bisschen noch da durch die Gegend schweige. Immerhin steht da jetzt Soundtrack, das ist auch schon mal was. Das ist mal was anderes als Namen. Es kommen schon wieder Namen, naja. Geht das noch lange? Ich weiß es gar nicht. Da müssten wir jetzt mal gucken. Mal warten wir. Mal warten wir mal ab. Wird schon irgendwann vorbei sein, ne? Ja. Oh ja, weiß ich das und so, ne? Naja. Lilly und Doris. Ah. Zwei dieselbe Stimme. Aha. Gerät Dr. Marcel, aha. Harvey. Aha. Die kann man alle mal googeln mit Sicherheit oder so. Aha. Pizzaman. Ganz viele Tester. Ja, noch mehr Namen. Ganz viele Namen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist jetzt gerade sehr entspannt hier zu sitzen. Ne? Nichts zu tun. Daedalic Entertainment. Yay. Geilomatico. Weißt du, ich sitze hier auch schon gerade schön entspannt. Nichts passiert. Einfach nur gucken. Ein paar komische Wörter labern. Euch die ganze Zeit dabei daran hindern, das Lied zu hören. Ist auch vollkommen in Ordnung. Finde ich. Ne? Man soll ja nicht immer das tun, was andere denn von einem warten oder so. Warum auch? Wir stechen ja auch alte Männer im Rollstuhl. Naja. War ja nur Dr. Marcel, also von daher. Website-Design, aha. Das ist was, das interessiert mich. Rondo Media. Ich kann es jetzt immer noch nicht glauben. Jetzt habe ich Harveys neue Augen zu Ende gebracht. Mensch. Schade. Es hätte ja ein bisschen weiter gehen können noch, ne? Aber naja. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal so ein Nachfolger zu Lilly oder so.
Back to the Anstalt. Nee, passt nicht. Special Shanks. Warum haben die denn Zahlen? Matthias 93 Grimm. Mhm. Peter 90 Gruppen näher. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, noch mehr Namen, ganz viele Namen. Da sieht man erstmal, wie viele da überhaupt dran teilnehmen, ne? Also wie viele da mitmachen. Wie viele dafür so verantwortlich sind. Wieder voll benötigt wird. Special Edition. Spezialedition. Ja, der Bienenmann. Er ist doch in einer besseren Welt. Ja, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Da sehen wir übrigens meine Speicherstände. Ganz viele Leere. Da sind wir in der Waschkammer. Ich hätte vorher speichern sollen. Tragisch, tragisch. Ja, dann an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. HWs neue Augen. Auf jeden Fall ein Spiel, was sich lohnt. Ihr habt es ja gesehen. Noch zwei andere Enden gibt es. Mal sehen, ob ich die noch aufnehme oder so. Muss ich mal gucken. Je nachdem, wie Lust und Laune und Bedarf vielleicht da ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja schreiben, dann hole ich das gegebenenfalls nochmal nach. So als kleines Special oder sowas, was weiß ich. Irgendwie so in die Richtung, ne? Und dann werden wir mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Neben hier Feed the Beast und OpenTTD. Rein theoretisch, wenn ich es schaffe, wäre ja noch ein Platz für ein weiteres Spiel. Vielleicht kommt das dann allerdings auch erst nächstes Jahr. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ne? Man schaut. Na gut, dann an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten tollen Spiel irgendwie. Mal gucken. Also dann. Ciao, ciao.